Ahoi, ihr Lieben, in immer mehr Szenelokalen finden sich Gerichte mit Insekten auf den Speisekarten. Wir wollen das auch mal ausprobieren, haben uns dafür einige Riegel der Marke Sensbar zuschicken lassen und ich habe noch ein bisschen dazu recherchiert, was hat es damit so auf sich, was sind die Vorteile und das erfahrt ihr alles heute im Video. Es gibt drei Punkte, die sprechen ganz klar für mehr Insekten auf eurem Speiseplan und gegen das traditionelle Fleisch. Das wären zum einen Gesundheit, der Umweltgedanken und das Tierleid. Der Gesundheitsaspekt, mit dem will ich gleich anfangen. Und bei dem ist es nämlich so, dass Insekten gelten ja im Normalfall als dreckig und als ungesund und als Krankheitsübertrager. Aber dem ist überhaupt nicht so. Die sind evolutionär gesehen so weit vom Menschen entfernt, dass die Gefahr, da Krankheiten zu übertragen, viel, viel geringer ist als beim Schwein oder beim Rind. Eben einfach, weil diese Stufe in der Entwicklung viel zu groß wäre, als dass sich die übertragen können. Ja, ein anderer Punkt ist die Zusammensetzung. Es ist sehr eiweißreich, es hat sehr, sehr viele Spurenelemente, gerade Eisen oder Zink. Omega-3 ist bei vielen Insektenarten viel, viel höher noch als bei Fischen, der ja da als toller Lieferant gilt. Ja, und er ist sehr kohlenhydratarm und lauter solche Dinge. Also sehr, sehr positiv, was so eure Ernährungsgewohnheiten angeht. Das sättigt sehr lange dadurch. Beim Thema Tierleid muss ich immer an die Debatte mit den geschredderten Küken denken. Und das ist bei Insekten viel, viel einfacher. Die werden einfach runtergekühlt und dann gehen die in den Winterschlafmodus und spüren gar nicht mehr, wie sie weiter verarbeitet werden. Und auch die meisten wissenschaftlichen Publikationen gehen einfach davon aus, dass Insekten überhaupt keine Schmerzen spüren können, weil die eben wieder viel zu primitiv in ihrem Aufbau sind. Der letzte große Punkt, der sehr viel mediale Aufmerksamkeit findet, ist der Umweltgedanke. Japanische Wissenschaftler haben in einer Studie zum Beispiel herausgefunden, dass 1 Kilogramm Rindfleisch die Umwelt so sehr belastet wie 250 Kilometer Autofahren und das nur bei der Produktion des Rindfleischs. Da geht es noch gar nicht um die Weiterverarbeitung oder um den Weitertransport. Das ist da alles noch gar nicht dabei, sonst wäre das noch schlimmer. Aber 250 Kilometer Autofahren für ein Rindfleisch-Kilogramm, da fragt man sich schon, ist diese Debatte überhaupt gerechtfertigt oder haben wir da vielleicht einfach was viel Effektiveres als Möglichkeit, um gegen die Klimaerwärmung vorzugehen. Die FAO, das ist von den Vereinten Nationen Unterkomitee, die sich viel mit Ernährung beschäftigen und mit der Landwirtschaft, die FAO sagt, dass 18% der weltweiten Treibhausgase auf die Fleischproduktion zurückzuführen sind. Das ist zum Beispiel viel mehr als der gesamte weltweite Transportsektor, also Fahrzeuge, Flugzeuge und so weiter, ausstoßen. Das ist also eine Riesenmöglichkeit, dort an dieser Stelle Treibhausgase einzusparen. So produzieren zum Beispiel Mehlwürmer nur 1% des Treibhausgases, was man für dieselbe Biomasse von einem Schwein braucht. Also 1%, das ist ein enormer Faktor. Wenn man jetzt diesen 18% Anteil ansetzt, den die Lebensmittelproduktion an dem Treibhausausstoß weltweit trägt, kommt man bei einer höheren Effizienz diesen Grades eben auf nur noch 0,18% des weltweiten Treibhausausstoßes, der für die Lebensmittelproduktion von Fleisch entstehen würde. Das wäre ein enormes Einsparpotenzial und würde die Ökobilanz deutlich reduzieren. Und genauso ist es beim Platz- und Wasserbedarf. So ein Insekt braucht viel, viel weniger Platz und Wasser als zum Beispiel eine Kuh. Spätestens jetzt, wenn ich hier an diesen Riegel beiße, werden viele von euch vielleicht so einen kleinen Ekel verspüren. Aber ganz ehrlich, bei dem hier von Sensbar, da handelt es sich nur um Insektenmehl. Man merkt das gar nicht, man sieht die auch nicht. Ja, dieser Ekel ist eigentlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, unbegründet. 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt, also gut ein Drittel der Weltbevölkerung, isst täglich Insekten und für die ist das völlig normal. Nur wir aus dem Westen denken, dass diese Leute primitiv sind oder dass sie gar keine andere Wahl haben und sonst verhungern würden. Das ist aber gar nicht so, sondern die machen das freiwillig und weil es ihnen auch schmeckt und eben vielleicht auch, weil die diese gesundheitlichen positiven Effekte von Insekten beim Verzehr auch einfach kennen und schätzen. Das ist wirklich eine reine Sache des Westens, dass man Insekten als so eklig ansieht, aber ja, wenn man so weiter drüber nachdenkt, eigentlich früher galt auch mal Sushi, also roher Fisch, als total abartig. Meine Oma, die kriege ich bis heute nicht dazu, sowas zu essen und ich behaupte, das wird den meisten in dieser Generation so gehen, aber bei uns ist das eine richtige Delikatesse und ich
vermute, wenn sich das alles so entwickelt, wie viele zurzeit prophezeien, wird das so sein, dass viele aus meiner Generation Insekten als ziemlich widerlich ansehen, aber dann ihre Kinder oder Enkelkinder das als völlig normal oder sogar als Delikatesse ansehen. Aber wie bei allen Sachen gibt es auch ein bisschen Kritik bei der Insektengeschichte. Die eine ist, dass der sonst immer gelobte Eiweißgehalt nach manchen Wissenschaftlern eigentlich gar nicht so hoch ist, wie er immer zu sein scheint, sondern dass das Chitin einfach mit reingezählt wird, weil es da wissenschaftlich Probleme gibt, das ein bisschen zu trennen von dem normalen Protein, aber dass der menschliche Körper das gar nicht verwerten kann. Und demzufolge der nutzbare Eiweißanteil eigentlich viel geringer ist, als man immer sagt, nämlich auf dem normalen Niveau von traditionellem Fleisch. Und genauso ein Kritikpunkt ist, dass man das zurzeit noch nicht großindustriell herstellen kann, diese Insekten. Und dadurch sind auch die Preise ziemlich hoch. Ich habe mal nachgeschaut. Ich hatte tatsächlich mir überlegt, ob ich vielleicht mal was mit Insektenmehl zubereite. Aber man bezahlt im Internet 15 Euro pro 100 Gramm und mehr. Und das ist schon ein enormer Preis, wenn ich so denke, was normales Weizenmehl so kostet. Da bin ich ein bisschen abgeschreckt. Vielleicht wird das noch im Laufe der Zeit besser. Wäre das für euch eine Alternative oder schreckt euch vielleicht auch dieser Preis ab? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Zum Abschluss will ich euch noch ein bisschen was über Sensbar erzählen. Das ist eine Firma, die will viel kommunizieren über diese Vorteile, die Insekten als Nahrungsmittel für den menschlichen Körper haben oder auch eben für den gesamten Globus, wenn man so will, und bieten dazu verschiedene Riegel an, und die will ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Das Schöne bei allen ist, dass sie ohne chemische Zusätze auskommen, also wirklich natürlichen Ursprungs alles sind, und das ist gerade bei den Proteinriegeln eigentlich überhaupt nicht üblich. Angeboten wird das Ganze in 4 Sorten. Ich habe jetzt hier einen 5. dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo es den gibt. Auf der Internetseite werben sie nur mit 4. Dieser ominöse Riegel, den es sonst nicht gibt, ist hier dieser rote mit Kirsch. Dann gibt es noch Erdnussbutter, Schokolade. Ja, Schokolade, Ananas. Total geil, der schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Hätte ich nie gedacht, aber total fruchtig. Dieses Aroma ist einfach der Wahnsinn. Und dann als letztes noch Orange, auch der ist unwahrscheinlich lecker. Ihr merkt schon, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den fruchtigen Möglichkeiten. Dann gibt es halt noch diesen Erdnuss und Schoko, das sind jeweils Proteinriegel. Auch die sind durchaus lecker, alle haben so ein bisschen eine trockene Konsistenz. Von der Konsistenz her ist es noch nicht so ganz meins, aber insgesamt sind die sehr, sehr lecker. Die sind sättigend und die sind eben ohne chemische Zusätze, und das finde ich alles toll. Deswegen, ich habe diesen Test sehr, sehr gern gemacht und ich werde auch alle Riegel definitiv aufessen. Allerdings werde ich normalen, traditionellen Fleisch treu bleiben, einfach weil ich es sehr, sehr mag und ich auf der anderen Seite auch sehr, sehr teuer finde, diese Insektenmehl. Ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen zu zeitig jetzt, aber vom Geschmack her muss ich sagen, ich finde es gut und könnte es mir durchaus vorstellen, häufiger Insekten zu essen. Zu den Riegeln nochmal. Die Bestandteile und auch die Nährstofftabelle zu all den Riegeln lege ich euch ebenfalls unterhalb des Videos ab. Ahoi!